Gut, gut. Wer bist du? Banu. Warum schürfst du nicht? Was dich geht an? Valamir oder Faris dich geschickt? Ich bin mein eigener Auftraggeber. Nix Tifo für Banu. Promis gleich, nur Augen für Glitzersteine. Valamir und Faris nie hören auf Banu, wenn man vor Gott so in Kava. Du redest von Monstern in der Mine? Jep, jep. Gott so Murksa, alle Gnu, wenn nicht Atto Atto. Warum hört euer Anführer nicht auf dich? Faris nur Bretter im Kopf. Banu behaupten, Faris hat Brett vorm Kopf. Verstand einhämmern könnte helfen. Nein, ein Klopper ohne Honung. Was? Nix Ehre, wenn schlagen Gnu. Ah ja. Was kann ich tun, damit du wieder die Spitzhacke schwenkst? Banu Hacker, wenn Geräusche weg. Ich sehe hier keine Monster. Banu auch nicht sehen, aber hören. Kratzen gegen Fels, ganz in der Nähe. Homi muss ganz unten in Mine umgucken. Ich gehe den Geräuschen auf den Grund. Miss Miller! Homi besser als Valamir. Weißt du, wo ich Rami finden kann? Rami ist neugieriger Gnu. Versteckt sich bestimmt ganz unten in Berg. Aha. Warum macht er sowas? Na gut. Ich höre die Monster jetzt auch. Also hat da wohl nicht ganz Unrecht. Noch schnell ein paar Kristalle abgreifen. Ah, da ist noch eine Ratte. Überall Ratten. Ratten und Geisterpilze. Ich gehe erstmal kurz hier gucken. Aber es hat sich nicht gelohnt, okay. Und wen haben wir hier? Gnom. Oh. Warte. Gold und ein Brot. Ach ja, ihr seid alle so arm. Noch mal magische Kristalle. Oh. Riesige Felsenspinne. Felsspinne, sorry. Okay, es gibt drei Felsspinnen und eine Brutspinne. Mhm. Gut zu wissen. Wusstest du, dass Spinnenbeine eine sehr beliebte Zutat in manchen Voodoo-Ritualen sind? Ja. Leider gibt es quasi keine Brettfarben. Die meisten sind zu frisch. Die meisten Spinnenbeine sind zu frisch? Oh, da hängen ein paar Menschen. Oh, überall. Ah, bist du die Brutspinne? Jo. Ja, lass mich doch wegrollen. Oh, da kommt die Heilung. Danke. Neben. Ja. Das war's. Aber wir können so ein paar Spinnen hier so viele Leute aufhängen. Da stimmt doch was nicht. Ich hasse Insekten. Ja, ich weiß.
Da bist du doch nicht der Einzige. Oh. Okay, da liegt eine Fackel. Was war's mit dem Vieh? Oh, und wen haben wir hier? Ein Ring. Halpo, Halpo, Spinnenauge. Atto, Atto. Okay, Kleiner, du brauchst Hilfe. Hab's kapiert. Homi Murksakritu. Schätze, du meinst die Spinnen. Jip, jip. Die sind platt. Du siehst so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Oder willst du hier etwa nach Steinen suchen? Nö, Homie. Rabi Arafaris Kava. Okay. Du willst hier also keine Wurzeln schlagen. Wo genau ist Faris Lager? Homie Travo Topa Kava, Kapi? Okay. Das Lager befindet sich also ganz oben in der Mine. Jip, jip. Zur blöde Frage, das wissen wir doch. Folge mir. Ich bring dich hier raus. Homie Kumpo, Faris Kava, Faris Kava. Ja, ja, ich bring dich schon in Faris Lager. Du brauchst es nicht ständig zu wiederholen. Fabo, Rami Slova, Homie nix better. Du meinst, ich soll langsam laufen? Jip, jip. Auch das noch. Kannst du dich schon mal vorgehen? Naja, gleich mal gucken, was das für ein Ring war. Der sah doch ganz interessant aus. Sag mal, ja, Ausrüstung, Ring, Spinnenauge, Voodoo-Magie und Astralsicht, naja. Naja. Oh, die Fackel können wir nicht mitnehmen, okay. Na, so lahm scheint doch nicht zu sein. Was ist los? Rami Taki Gemo! Na gut, dann heb deinen Gemo auf. Miss Miller, Rami Iowa Gemo! Was du nicht sagst, gehen wir weiter. Gib Ramis Bedda! Aha. Ich habe kein Wort verstanden, aber okay. Oh, Rami, gib Gas. Wo ist denn hier der Typ? Nee, du bist Gnom. Ah, hier. Er hier. Du kannst wieder arbeiten. Die Viecher sind erledigt. Du meinen, Gnu wieder in Sicherheit? Yep. Tantan. Hier, das ein für dich. Zwei magische Kristalle, danke. Danke, danke. Will seine Ruhe. Okay. Vega hat mir gesagt, dass du ihn bestohlen hast. Was? Du hast mich schon verstanden. Nö. Du bestiehlst deinen eigenen Kumpel? Komm, gib die Steine her. Ich bring das wieder in Ordnung. Vega Sada, Kefkir Gippi Glitzersteine. Gute Entscheidung. Homie? Was ist denn jetzt schon wieder? Granit Draco, Odotini Draco Akafaris? Rami Vana Granit Draco. Nix Treppi. Na gut, wir nehmen den langen Weg. Omi, Fabo, Kerl. Ja, ja, weiter. Okay. Er möchte keine Treppe laufen. Ja, kann ich verstehen. Wenn ich einen Fahrstuhl sehe, nehme ich natürlich auch den Fahrstuhl, ne? Oh, Lucky Lucky, Mavi Cliffo. Ja, die Felswand ist echt toll. Jetzt lass uns endlich weitergehen. Er hat mich gerade ein bisschen ermatt. Der ist mindestens genauso nervig. Oh, weil ich dran denke, dass wir mit denen auch was machen müssen. Naja. Aber hey. Hallo, Faris. Nee, Gnom. Tantan, Homi. Homi ist Ramis Kumpo. Ja, ja. Ja, ist schon gut, Kleiner. Rami Dona, Granne Dingi für Homi. Nicht schlecht, danke. Was hat er mir gegeben? Weiß man nicht. Was deine Kollegen hier unten angeht,
Ich habe Rami gefunden. Er hat im unteren Teil der Mine einen Durchbruch entdeckt. Dort kam eine große Spinnenhöhle zum Vorschein. Kaka! Ich hoffe, er hatte nicht zu großen Schreck bekommen. Ihm geht's gut. Miss Miller, ich freue mich. Dann wird Rami bald wieder arbeiten in Kawa. Was deine Kollegen hier unten angeht. Nö, du brauchst keine Hilfe. Faris schon gedacht. Trotzdem gut zu fragen. Ich habe mit Vega gesprochen. Yep. Er hat keine Probleme mehr. Supi, Homie. Ich habe mich um Banus Probleme gekümmert. Gut, Homie. Banu ist wichtiger Arbeiter. Kefkir ist fleißig bei der Arbeit. Gut, Homie. Tantan, ich danke dir. Ich habe mich um alle Gnome in der Mine gekümmert. Dann, Homie Kumpo von Gno. Du jetzt großer Freund. Hast du gesprochen mit Wächter Valamir? Nein, noch nicht. Dann, Homie sollte reden mit ihm wegen Halpo. Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Homie hat genug getan. Aha. Wie wär's mit einer Belohnung? Hm? Naja. Was soll man von Gnomen schon erwarten, ne? Ich hoffe, dass Valamir wenigstens ordentlich, ja, bendabel ist. Aber den hat keiner gesehen. Da waren wir schon. Wo ist er denn da? Ich habe mich um deine Mine gekümmert. Das will ich dir auch geraten haben. Da, nimm dieses Gold, damit du merkst, dass harte Arbeit sich lohnt. Und jetzt, Abmarsch! So viel Einschüchtern haben wir da nicht. Hier ist noch ein Gnom, da war noch eine Truhe, ich weiß, aber wenn er genau hinguckt, lassen wir sie mal lieber. Wo geht's denn hier oben lang? Und zeig mal kurz die Karte. Daki. Aha. Wie kommt man da hin? Der müsste dann eigentlich auch in der Mine gewesen sein, aber ich habe keinen gesehen. Oh, die Stelle hier sieht aus, als wäre hier ein Schatz. Na gut. Autsch. Oh, hi. Läuft doch gar nicht. Ach komm, das war unfair. Deine Haut macht mir eine Mütze. Gut so. Termiten. Oh, hier scheint noch mehr zu sein. Na, wo willst du hin? Komm her. Genau, bei uns mit draufhauen. Oh, Kollateralschaden. Kobolde, was ist denn hier los? Bin ich echt so schlecht aufgeräumt, die Insel? Naja. Wie schön es hier wäre, wenn ich diese Betten rot färben könnte. Ja, dann hier. Voilà. Ein Bergkristall, danke. Jo, viel Spaß. Echt? Da ganz unten witzeln? Ein Jadestein? Aha. Liegt ja noch was dran? Nö. Hier vielleicht? Auch nicht. Na gut.
Aber hier in den anderen Becken war ja eine Riesenkrabbe. Hoppala. Ja, ja. Danke, Bones, danke. Errungenschaftsfortschritt Schlachtfabrik 1500 von 2000. Ihr könnt es nicht sehen, aber es wurde mir gerade eingeblendet. Interessant. Wo sind wir hier? Ach, warte mal. Gnome? Hast du nicht gesehen? Ist der letzte Gnome vielleicht hier hingebracht worden, nachdem wir die Mine wieder ausgeräumt haben? Bzw. befreit haben? Gnome? Gnome? Nicht rumstehen. Mach dich nützlich. Aha. Gnome. Gnome. Oh. Da geht's tief runter. Ich glaube, da springen wir gleich mal rein. Gnome. Nee, ich glaube, der ist hier unten auch nicht. Kurz speichern und rein da. Oh, okay. Schade. Oh, hallo. Todeshauch. Oh, warte mal. Ist der vielleicht doch hier hinten? Hier hinter der Mauer ist er. Ist eine Abkürzung? Nee, schade. Hätte ja klappen können. Na gut, ist der Gnome, den wir suchen, auch nicht in dieser Mine. Wo könnte er dann sein? Naja. Den kriegen wir auch noch. Erst einmal hier lang weiter. Wir müssen auch die Molitensteine einsetzen. Das ist ein Wegpunkt. Der steht nicht mehr auf. Warte. Ist die hier looten? Konnte ich den hier übersehen? Der Portstein. Geht doch. Teleporter des Wasserfelds. Okay. Noch ein paar Termiten klatschen. Oh, die kann man auch richtig umhauen. Autsch.